Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Never Alone. Ja. Los geht's mit ein bisschen Geschichte. So, alles ist lebendig. Now we spend all our time out in nature. You get very intimate with the world. And over time, if you're living that life, you start to sense that everything has a spirit. There's a consciousness in everything. Everything is alive. If everything is alive, then we want to respect it. And if we're going to use it, we want to use it respectfully. What I try to tell my nephews and nieces, you know, you love to hunt, you have to take care of the animals that you catch, preparing the food and eating the food that you catch. Water provides you. The ice brings you life. It provides all those things that you need to be a part of your life. That was something I grew up with. I grew up respecting the animals. I grew up respecting the land. And that, to me, that is why we as an Inupiaq culture, as an Inupiaq people, is why we're so successful. Wer teilt, überlebt. I think most central to the ideology of the Inupiaq is the idea of sharing. Being able to feed the community, feed others. That's why we hunt, you know. In the old days, that's what you needed to survive, you know. The sharing is important because it's how the community survives together collectively. We just give. That's how I grew up. That's the way I'm always gonna be. Because of who we are, we always think about other people first. If our people didn't share in the old days, we wouldn't have survived in this harsh, you know, climate, environment. And King Island. Big Diomede, Little Diomede, and King Island. And in those three islands are the stepping stones to get to America. So King Island is this absolutely beautiful place off the coast of Alaska. And if you can imagine being on this really kind of rocky island that kind of shoots up from the water to these cliffs, and then all of a sudden you see these stilts, and then you look up and there are these houses. They were built on the cliff up high because of the ice. Being an island in the Bering Sea, you have ice that's being pushed by the winds onto the island. So it's gonna pile up 50, 60 feet high. Structures are still there today, and people have returned to King Island. It's a growing community as the people return back to their island. Okay. Jetzt muss ich nochmal nachschauen, wie ich das... Oh. Jetzt nochmal Wind. Nein! Nein! Oh, dass der Fuchs tot ist, ich finde das so kacke. Le. Wo will sie denn jetzt schon wieder hin hier?
Da-da-da-da-da. Ich weiß ja nicht, wohin. Ich muss nach oben. Ich denke, ich hab's jetzt. Genau so ziehen wir das. Geht das? Ja, das funktioniert super. Wow. Nee, wir müssen weiter nach unten. Und jetzt wieder warten? Nein, nicht warten. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt gespeichert hat. Hat. Aha. Okay. Nein!
Nein! Oh, ich bin zu weit weg. Ich vergesse das jedes Mal, dass wenn ich mit dem Geist weg bin, dass er auch dann dieses Teil dann auf Wein hört. Ich glaube, da bin ich schon gewesen. Nein. Oh, fuck. Da oben ist noch was. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass ich jetzt da wieder hin muss. Ich kann mir nur vorstellen, dass ich jetzt hier hin muss. Genau, wir müssen den jetzt hier hochholen. Oben fährt er nicht, er fährt nur nach unten. Ah. Okay. Ich habe es zumindest geschafft. Jede Reise, ob kurz oder weit, war gefährlich. Alles, was man sehen konnte, war eine Masse wirbelnden weißen Schnees. Ui. Yep, da haben wir auch schon ein Geisterlicht. Das holen wir jetzt hier hin. Ah, okay. Oh, was denn jetzt? Oh Mann! Oh. Ich weiß aber jetzt, was zu tun ist. Ich weiß, was zu tun ist. Nein! Was soll das denn jetzt? Erstmal testen. Ob ich den vielleicht komplett noch mal drehen kann?
Okay, den hoch, den runter. Muss ein bisschen schneller handeln. Genau. Na, jetzt müsste es eigentlich funktionieren. Oh nein. Ah, fuck, ey. Den hoch, den runter und dann wieder nach oben ziehen. Okay. So, das müsste jetzt aber funktionieren. Okay. Habe ich jetzt hier gerufen? Was ist jetzt? Nein, warten, bis der Wind kommt. Scheiße, scheiße. Ah, Mist, 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 Mist. Sagen, dann kommen wir aber nicht weit. Hä? Ach, ich muss die aus dem... Oh, ich muss die oben aus dem Weg schaffen. Dankeschön, dass du ins Wasser gesprungen bist, während ich da hinten steuere. Das war ja jetzt mal wieder geil. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wo der eine Bastard da diesen, den Fuchs getötet hat. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte ihm dieses Teil gegeben. Hauptsache, der tötet meinen Hund nicht.
Ich war nicht schnell genug. Nein. Shit, shit, shit. Aber ich könnte so fluchen bei dem Spiel, ne? Obwohl das so schade ist. Wow, 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 wow. Das ist immer sehr, sehr knapp. Und jetzt nach unten. Hoch. Und wieder nach unten. Und zackerle. Okay. Ja, aber ich hab's geschafft. Das zählt. Oh nein! Du elendiger Bastard, du Wichser, du! Ey! Ich bin zweimal gestolpert? Wie kann denn das sein? Ich hätte überhaupt nicht die Chance zum Losrennen. Ah, ich muss den Geist wahrscheinlich steuern. Bis jetzt klappt es ganz gut. Jetzt schnell wieder den Geist spielen. Wir sind schnell unterwegs. Hä? Den verstehe ich jetzt nicht. Also der Geist hätte jetzt nichts machen können. Oh mein Gott, ja, aber das ging nicht. Ach mein Gott, jetzt weiß ich es.
Ja. Ja, du Bastard. Fuck. Es ist doch der ein, es ist doch der Große. Okay, warten wir erstmal auf den hier. Bastard, das war für meinen Fuchs. Adochologicat Elitetic. Nibiaxiaro Luteriga Nevolo Akiligak in Yoholuk. In Yoholum Tobra in Yusia Isuhulichok. Achso, Leute, okay. Nee, wir haben noch ein bisschen. 2 Minuten haben wir noch. Er ging darauf zu und sah, dass der Schneesturm aus irgendeinem Grund von einer kleinen Aue in der Tundra auszugehen schien. Aue. Jetzt kommt bestimmt wieder ein Eisbär oder sowas, ey. Wuhu! Oh, war ein schneller Sturm. Ja, es wird langsam ein bisschen knapp. Okay, Leute, ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.